Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich fahre auf jeden Fall jetzt los. Heute geht es an der Stelle nach Polen, nach Polski. Wir werden auf jeden Fall der altbekannten Tradition nachgehen. Wir werden ein paar Böller zünden. Wir sind heute zu dritt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Böller zünden muss, ist geringer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Hand behalte, ist umso höher. Ich muss auch tatsächlich sagen, Treffpunkt war eigentlich 7.30 Uhr. Das Problem an der ganzen Stelle ist, ich habe ihm geschrieben um 6.45 Uhr, glaube ich. Ich gehe jetzt weiter schlafen, ich stehe um 7.30 Uhr auf, dann bin ich ca. 8.30 Uhr bei euch oder bei dir. Weil ich war ungelogen todesmüde. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich bei den Jungs bin. Wir sehen uns gleich. Wir befinden uns jetzt gerade in Horn bei dem Bruder. Wir warten einmal kurz im Auto, bis er da ist. Ihr wisst ja, die Kollegen, wo man schreibt, ey, komm raus, die lassen sich so ein bisschen Zeit. Kennst du diese Kollegen, die schreiben, lass uns um 7 Uhr treffen und dann nicht um 7 Uhr erscheinen? Mhm. Meinst du dich selber gerade, ne? Wie gut du bist. Was kann ich am Ende des Tages sagen, was ist die Pointe vom Ganzen? Ich habe mein Handy eine Stunde länger aufgeladen als ihr. Trotzdem, am Ende des Tages... Schläfst du wieder hinten rechts, ja? Kurze Frage, hat Smiledogs eigentlich auch Sachen für Leute, die nicht Sport machen? Also ich sag mal so, das was ich jetzt gerade anhab, ist ein Oversize-Jogginganzug. Hose ist ein bisschen enger geschnitten, Oberteil ist ein bisschen Oversize. Eigentlich bin ich gar nicht so krasser Oversize-Fan, aber das ist immer noch die Mitte zwischen normaler Pullover und Oversize, weißt du? Deswegen feiere ich den auf jeden Fall auch so sehr. Und der ist derbe bequem. Deswegen, jetzt wo wir sowieso 2 oder 3 Stunden Auto fahren, nee, fast 4 Stunden Auto fahren, ist das die perfekte Voraussetzung. Schön kuschelig warm, das heißt, ich werde gleich schlafen. Kann man auch sparen bei den Sachen? 10% mit meinem Code DADYSON. Jetzt aktuell. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber im Laufe des Tages ist es auf jeden Fall auch eine Black Friday Aktion. Am 13. da könnt ihr ordentlich sparen, deswegen... Einfach nicht vergessen. Ey, ist es dieses geklaute Auto, wovon du mir erzählt hast? Ja, ja. Weiß aber, denn du musst ein bisschen nach hinten fahren. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, das sind unsere Kollegen. Wir wollten eigentlich gemeinsam nach Polen fahren, jetzt fährt er alleine. Alles klar. Das war's mit dem Video, wir sehen uns, ne? Kennt ihr diese eine TikTok-Hand, die man so macht? Blaue Zunge? Rein damit. Junge, haben wir noch, ihr habt alles auf TikTok gesehen, das habt ihr nicht gesehen? Warte mal, du hast kein TikTok. Ja, das habe ich damals gesehen. Damals. 1941. Ich habe ja keinen TikTok offiziell, ne? Das wisst ihr ja auch. Aber dadurch, dass ich Kollegen habe, wie zum Beispiel der Bruder hinter der Kamera, habe ich schon fast TikTok, weil er immer irgendwelche Links schickt und ich über Safari diese Scheiße aufmachen muss. Habt ihr schon Cheeseburger? Ja. Sie sind es echt, ohne Witz. Ich nehme 3 Cheeseburger. Ey, du weißt schon, dass das Glas Panzerglas ist, ne? Also du kannst ja nicht durchschießen. Safe. Auf Ernst. Safe. Bitte frag sie. Mein Kollege hat einmal nur eine Frage. Was denn? Achso, er sagt, die Scheiben sind Panzer schusssicher. Stimmt das? Guck, wer hat dir das gesagt? Da steht doch 11,34, sollen wir wieder auf 0. Das geht auf, nur bei Burger King. Sollen wir wieder auf 70 Cent machen? Er sagt, das geht nur bei Burger King. Gauner, hast du das schon probiert oder was? Ja. Noch eine Stunde 48, dann verlieren wir Hände. Ja, Jungs, wäre das grundsätzlich schlimm, wenn ich einen Böller meinen Mund zünden lasse? Das erwähnen wir wirklich jedes Mal. Wir sind genau jetzt gerade, genau auf der Brücke, wo wir normalerweise unter der Brücke die Böller zünden. Wir haben LKW angehalten. Boah, wo sind sie? Wo ist die Polizei? Liebe Polizei, auch polnische Polizei, bitte haltet diesen Jungen an. Hand aufs Herz. Ich glaube, der Polmarkt ist voller denn je. Wir finden A, keinen Parkplatz und B, sind hier 20.000 Menschen. Ey, ist der Boxautomat da? Yeah. Die Junge, die verkaufen Hunde einfach. Die Hundeverkäufer sind einfach Hunde, weil die verkaufen einfach Hunde. Park mal uns Tankstelle auf Ernst, Bruder. Du bist falsch, Kollege. Keine Ahnung. Ich liebe Polen. Er hat doch selbst überlegt, sogar sollen wir einfach mit Kamera filmen. Boah, ich habe da einen Parkplatz gesichtet, glaube ich. Fahr mal geradeaus. Boah, der kriegt den, glaube ich. Fahr mal rechts. Auf der rechten Seite. Fahr einfach hier in diese Bucht. Genau hier. Perfekt. Ich steig schon mal aus, ja? Darf man einmal streicheln? Ja. Ah, der beißt nicht, ne? Aber werden die verkauft oder ist eure einfach nur eure? Ja, ich verkaufe. Wie viel kostet ein Hund? 150. Das ist Rippincha mit Papieren. Also ich sag euch ehrlich, ich war schon sehr, sehr oft in Polen und das ist heute auch wieder was Neues, Digga. Das hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt, ne? Ja, Breezy. Warte, ich wusste, dass das uns anspricht, ne? Bald ist es soweit bei ihm, ne? Wie viel kostet der hier? 440 Euro. 440 Euro? Ja. Schau ihn dir an. Hm? Würdest du nicht mal für ihn Rabatt machen? 500, gut. Oha. Aber er hat Frau zu Hause und Kind zu Hause und Kind schläft auf Boden. Babywanne, Autoschale und noch Sportabsitz. Noch eine Teile. Boah, da ist auch ein Feuerwerk geladen, ne? Also da haben wir auch theoretisch voll viel Feuerwerk. Das Haus. Habt ihr den ausgemacht? Nein. Sag Walla. Walla. Walla, beteiligt mich so. Deswegen trage ich Oversize. Ich schlag ihn sehr. Ist
Ding ist kaputt. Willst du auch einmal schlagen? Ja, noch. Aber ich sag mal so, auf der Straße reicht's, ne? Also, ich musste wieder umswitchen auf die Handykamera, weil jetzt gehen wir in den Markt rein. Es ist zwar voll, aber die Kamera fällt trotzdem auf. Das ist Software zum Beispiel. Ich sag dir ehrlich mal, die Dinger sind krank, ne? Das hier. Ey. Kennst du das, wenn du von Istanbul zurückfliegst nach Hamburg? Mindestens von 10 Leuten, 8 Leute haben diese Haartransplantation. Hier einfach jeder zweite hat einen Hund. Wenn man das mit dem letzten Mal in Polen vergleicht, kranker Wandel. Weil jetzt ist auch wenigstens wieder richtig Betrieb. Jetzt hat auch gefühlt wirklich jeder Laden auf und jeder Laden ist randvoll. Das willst du mir schenken? Ja. Aber was ist das genau, Bruder? Ich habe einfach eingepackt. Achso, hast du einfach eingepackt? Nein, also ich habe gekauft. Achso, du hast gekauft. Ich wollte gerade sagen, Bruder, 4 Euro hättest du auch kaufen können. Okay, krass. Sind die gut? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht probiert. Okay, aber stabil, Bruder, ich danke dir, ja? Besser, Mann. Weißt du auch, wo die Brücke ist, wo wir mal zünden? Stabil. Wir sehen uns, ne? Ja. Ciao, ciao. Wie viel Ding hat er? Stabil, wir können eigentlich wieder nach Hause fahren. Wir haben jetzt schon Feuerwerk. Schwarzpulver haben wir hier, ja, wie viel drin? 90 Gramm? Naja, Mann. So. Doch. Oha, warte mal. 90 Gramm bei 3 Stück. Das heißt, einer hat 30 Gramm Schwarzpulver. Das ist voll krass. Bruder, ich sag dir ehrlich, für so ein kleines Ding 30 Gramm Schwarzpulver ist heftig. Aha, da haben diese 11 Bar. Jetzt die Frage, sind die 11 Bar hier original oder nicht? Mein Kollege raucht so viele 11 Bar. Seine Lunge sieht schon aus wie 11 Bar. Wie teuer sind die? 7 Euro, überleg mal, die kriegt man normalerweise an der Tankstelle für 10 Euro, ne? Und jetzt kosten die 7 Euro, das heißt, ihr spart 3 Euro. Jetzt weiß ich, wo Bree seine Kette hat. Dürfte ich einmal so eine dicke Kette anprobieren? Sieht gut aus? Ja, ich höre, meine Mutter wird mich umbringen, ne? Weißt du, wie Bree immer zu uns nach Hause kommt, wenn er meine Mutter gesehen hat? Er ist so gegangen. So, Mama von Dennis, alles gut. Jetzt mal Hand auf Herz, Bruder, ne? Nein, ich nehm keine. Ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Guck mal, da ist ein Schild, da steht drauf: Cobra, Camara und Viagra. Yeah. Und guck mal, Bruder, du weißt, ich mache diese Produkttester. Und manche Sachen, die kann ich leider nicht testen, aus bestimmten Gründen. Deswegen hätte ich gesagt, hättest du Bock, vielleicht eine Viagra fürs Video zu testen? Ich nicht, aber er bestimmt. Hast du Bock? Ich sag nein. Kennst du das, wäre ich dein Vater? Also, wir sind jetzt hier gerade bei dem letzten Laden, bei dem letzten Feuerwerkladen. Das Ding ist, wir suchen uns halt auch Sachen raus, die wir davor nicht hatten. Jetzt gehen wir halt mit dem Bruder hier einmal kurz mit, weil der hat uns die Sache empfohlen. Aber in Polen darf man immer anzünden, ne? Das ist, in Polen, das ist erlaubt. Erlaubt, ne? Ja. Weil das Ding ist, wir haben ihn halt gefragt, was die besten Böller sind und er meinte, das ist sein Lieblingsböller. Guck mal bitte, wie er den wirft. Nach ihm, er hätte sogar gegessen. Junge, der war krass, Digga. Auf Ernst, rechts piept ein bisschen, ne, mein Ohr. Kennst du Leute? Bruder, kannst du noch 5 zünden, weil ich hab nicht richtig gehört. Damit ihr versteht, der Bruder hat uns jetzt einmal kurz einen Böller gezeigt. Das hatten wir tatsächlich noch gar nicht, ne. Also wir hatten noch keinen Laden, der uns irgendeinen Böller gezeigt hat. Das ist wie so eine Kostprobe bei irgendeinem Olivenladen. Wir konnten jetzt quasi die Olive probieren. Deswegen, wir gucken auf jeden Fall. Auf die Rakete bin ich halt derbe gespannt, ne. Die soll krass sein. Die soll 180 Meter hochfliegen. Damit ihr versteht, was Sache ist. Wie heißt du? Victor. Victor? Ja. Victor wird heute sterben. Wir sind gerade frisch aus dem Laden rausgekommen. Wir haben hier ganz viele Sachen gekauft. Auch Sachen, die wir davor noch nie hatten. Und das Ding sieht gefährlich aus, Digga. Ihr zieht und habt 3 Sekunden Zeit, um das Ding zu werfen. Und das Ding soll 130 Dezibel laut sein, ne? Ja. Und Bruder, 3 Sekunden, ich weiß, ich bin tollpatschig, ich schaffe das nicht, das landet irgendwo hier drin. Aber einmal Platz da. Deswegen haben wir Victor. Wir haben das bezahlt, aber Victor zündet. Das heißt, er zahlt mit seiner Hand heute. Ich danke dir. Und da kommt Farbe raus. Wir sind heute mit einem polnischen Burger unterwegs. Mit Victor. Das Ding ist, Bruder, zündet er das jetzt? Noch nicht, Victor? Noch nicht? Victor, noch nicht? Das ist Victors Hand. Merkt euch die Hand. Mal gucken, Bruder, jetzt. Bruder, das qualmt ja sogar. Bleib stehen. Wo war das krank? Wo ist die Farbe? Ja, war Farbe, aber du. Ich weiß nicht. Ich bin nur Verkäufer. Er kommt einfach mit der Lunte noch an. Er hat Reddit einfach auf Handy. Bye. Diese hier, ne? Das Ding ist jetzt, wo er gesagt hat, dass da Farbe rauskommt, da keine Farbe rausgekommen ist, darf ich die wirklich in der Hand halten? Das ist nur Schützen, ohne Explosion. Mach du einmal Hand. Diese in Hand nehmen oder so? Die so, Bruder, so. In Polen das ist nicht in Hand, ja? Nie trzymać w dłoni. Nie trzymać normalnie. Ja. Aber Fakt ist, keine Farbe, ne? Besser nicht in Hand, aber kann man, aber besser nicht. Ich kann, aber ich kann. Victor ist der Beste. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ich schwöre, ich habe mit so krassem Knall gerechnet. Das war ja an sich nichts. Also ich sag dir ehrlich, da hatten wir auch kleine Böller, die deutlich lauter waren. Und Farbe haben wir jetzt auch nicht gesehen. Victor, aber nicht, das brennt, ne? Ja. Aber lach weiter. Lach einfach weiter. Und auf Ernst, ne? Er ist Verkäufer. Aber glaub mir, er hat auf diesen Tag gewartet, dass er diese Böller, die er verkauft, auch selber zünden kann. Bruder, er ist jetzt Produkttester. Aber sicher, dass du halten kannst? Ich weiß nicht. Victor, du bist krank, auf Ernst. Ganz kurz, Victor. Weil bei ihm weiß man nicht, ob er zündet oder nicht, ne? Das Problem ist, wenn wir das jetzt hinlegen, kann es sein, dass durch den ganzen Druck das Ding einfach Breakdance macht und auf einmal auf Auto schießt, auf den schießt.
Aber wenn er aber eine Hand hält, kann sein, dass es halt seine Hand weg ist. Ich kenne deinen Vater. Nicht, dass ich Ärger bekomme. Schüssen. Ja, ja. Ja, aber nur weil Pfeil ist, heißt nicht, dass hier unten nicht Bumm macht. Aber das wird auch keinen Sinn ergeben, wenn die so einen Stab machen und man den nicht halten kann. Weißt du, ich meine? Weil die kann man ja auch theoretisch nicht einfach aufstellen. Also eigentlich muss es für die Hand sein, aber Bruder, ich sag's ehrlich, die Bumm-Bumm-Marke haben wir auch schon oft gehabt. Die ist sehr gefährlich. Deswegen, Victor, ich hoffe, das hat ein Happy End heute noch. Ah, okay. Oh, die sind krass. Jalla. Du bist der Beste. Er guckt mich an, macht so, aber Druck war so. Passt, das Ding ist auf seiner Hand. Komm bitte, er kommt noch damit. Ich empfehle mich für nächste Zeit. Komm, auf jeden Fall. Also ich habe ja deine Nummer. Oder gib mir deine richtige Nummer. Du hast WhatsApp oder so, ne? Hast du WhatsApp? Ich kann meine Instagram geben. Gib Instagram, dann schreibe ich dir nächstes Mal, wenn wir wieder in Polen sind. Kann sein, dass wir, wenn wir wieder in Polen sind, dass ihr Victor auch wieder seht. Das ist unser neuer Praktikant. Der macht das Ganze. Der hat noch zwei gesunde Hände, deswegen. Also, wir fangen jetzt an mit den ersten Böllern. Pyro Max, wie heißen die? PXP312. Die sind halt echt sehr kleine Böller, ne? Aber glaub mir, man darf sich davon nicht täuschen lassen. Weil die kleinen Dinge, das kann Daniel bestätigen, können Großes bewirken. Ne? Weißt du, was da drauf steht? C4 Small. Ich kenne C4 von Black Ops. Man hat mir immer gesagt, immer Richtung Sonne. Ne? Junge, ey, mach das weg, Dennis. Ich wollte euch eigentlich verarschen, ne? Aber in dem Moment, wo ich euch verarschen wollte, ist wirklich angegangen. Du Wichser. Also ich muss sagen, die sind nicht schlecht, weil wenn man die vergleicht mit deutschen Böllern, Bruder, deutsche Böller sind ein Witz dagegen. Deswegen die, dafür, dass es die kleinsten Böller sind, sind stabil. Ich habe eine richtig geile Idee. Ich habe euch doch damals einmal erzählt, dass ich damals diese Batterien nicht gekauft habe, ne? Weil die waren derbe teuer. Und ich habe dann immer nur diese Böller gekauft mit meiner Mutter. Und ich habe dann immer, wenn ich noch Böller übrig hatte, da habe ich einen Böller angezündet, reingetan und den anderen habe ich nicht angezündet und kopfüber reingepackt, dass der später anzündet. Ja. Das heißt, der untere platzt, der andere fliegt in die Luft und platzt in der Luft. Das heißt, ich habe mir meine eigene Batterie gebaut. Mal gucken, ob es damit geht. Das klappt. Ich hoffe, alles ist hoch, ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Bitte nicht auf den Rasen. So? Ja, ich hoffe. Kennst du die Leute, die Insta-Bilder machen während Silvester mit so einer Fontäne? Ich habe eine geile Idee, Jungs. Versucht, dass alle angehen, ne? Alle eigene Vulkane stellen. So muss das sein, man muss kreativ sein. Doch nicht. Ich hatte gerade eine scheiß Idee. Ich wollte eigentlich so halten und anzünden, aber das Ding fliegt ja dagegen. Manche fliegen höher, ne? Ja, ja. Wenn wir das nächste Mal nach Polen kommen, werden wir das Ganze auf jeden Fall abends machen. Jetzt haben wir nur so geplant, dass wir morgens nach Polen fahren. Danach fahren wir nach Berlin und drehen dann in Berlin weiter. Also was anderes. Deswegen klappt das vom Zeitplan nicht her. Expreamos. Junge, man hört die Stimme ganz hinten, ne? Ismet! Ismet! Dann kannst du zünden. Aber ihr sollt mal gucken. Ich sag, ihr solltet mal gucken. Also ich Pyrotechniker. Nein, wenn das fest ist, dann sollte es schon klappen. Habt ihr Bock auf ein Rennen? Drohne gegen Auto. 3, 2, 1. Die Drohne hat Antrieb. Jetzt haben wir einen einigermaßen guten Platz gefunden, wo wir die letzten Sachen stecken. Versteck die Drohne, versteck das mal. Versteck die doch mal. Was denn? Wo soll ich das rein? Soll ich in meinen Arsch reinstecken oder was? Muss man überhaupt das abmachen? Nein, Bro, ich mach hier Oman. Man merkt, du machst kein Fitness mehr, ne? Komm, mach auf. Kennst du dich, schneid das nicht rein? Aber die wird immer kürzer, hab ich das Gefühl, ne? Die hat so, die war so lang, Digga. Mach lieber nicht. Ich sag euch so, wie es ist. Das war schon echt sehr gefährlich. Das war echt gut. Also von der Lautstärke war gut und ich glaube, wenn man das abends zündet, ist noch krasser. Weil jetzt hat man schon ein bisschen was gesehen, aber abends ist noch krasser. Deswegen, wenn wir kommen, dann kommen wir nachts und dann wird's laut.